Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos of Deponia. Chaos of Deponia, wie auch immer. Im letzten Part war ich ja irgendwie total übersteuert. Ich hoffe, ich bin es jetzt nicht mehr. Ich habe gerade eben mit dem Gainer ein bisschen hier rumgespielt und den sehr viel niedriger gemacht. Der war irgendwie auf 6 oder so. Und ich habe ihn auf 3, irgendwas runtergeschraubt. Das war ja schrecklich, das Kratzige in meiner Stimme. Nee. Ich habe eben Testaufnahmen gemacht, da klang es gut. Deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt auch gut bleibt. Wenn nicht, verbessere ich das für den nächsten Part natürlich noch einmal. Aber es sollte erst einmal eigentlich so okay sein. Hoffe ich jedenfalls. Boah, was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich. Die Schuhe, Rufus. Oh. Entschuldigung, Sir. Wow, Dad! Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt! Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus, ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt und dann geh wieder spielen, okay? Just saying, ich bin kein Kind mehr. Das heißt, ich werde nicht spielen gehen. Aber ist das nicht toll? Wir haben endlich Rufus' Vater getroffen. Er lebt und er ist hier. Er hat es natürlich nicht nach Deponia geschafft. Nach Elysium geschafft. Und ja, hallo Dad. Ist das schön. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte. Ich hatte ja in Deponia 1 sogar noch vermutet, vielleicht ist ja irgendwie hier Cletus Rufus' Vater, weil die sich so extrem ähnlich sehen. Und er hat es ja nach Elysium geschafft. Deswegen, aber nö. Das hier ist unser Vater, der Captain Seagull. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich habe nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Das heißt, du willst nicht lange leben, Rufus? Ich meine, das ist an sich sowieso ein Wunder, dass du noch überlebst bei all den Explosionen, die garantiert schon durch dich entstanden sind und sowas. Hatte da Toni nicht schon was in Deponia 1 zu uns gesagt? Von wegen, du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt und sowas, bla bla bla. Ach, das wird niemals klappen, dass du stirbst, irgendwie sowas. Oder es kommt noch, dann habe ich euch jetzt gespoilert. Dafür dann sorry, falls das so war. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall hat sie mal irgendwann sowas gesagt. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Hat nichts mit mir zu tun, ist schon klar. Rufus wäre garantiert ein besserer Kerl geworden, wenn du da geblieben wärst und deine Rolle als Vater mal gemacht hättest. Arschloch. Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach. Du bist jetzt erwachsen. Ja, so richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, ja, ein sehr erwachsenes Verhalten, Rufus.
Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Boah, das muss man im Kontext sehen. Check, check. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? So still plötzlich. Ich zähle noch. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Buu? Nicht Babsi Buu. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Goal. Moment mal. Ist das dein Ernst? Erstaunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen. Oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay. Ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad. Muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro. Wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war... dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Chez Schlumpy. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden Sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann, verstehst du? Danke. Da kannst du ja doch mal nett sein. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach, und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Bäh. Ich hab dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach, du würdest ihn mitnehmen? Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Wegen des Dates. Nun druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte. Wie du das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Oh, du Arsch. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. Hier, Rufus. Sei so gut und bring dieses Memo zum Bediensteten-Briefkasten.
Für wen hält er sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Steckst es aber trotzdem ein. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Kann ich die vielleicht mit diesen Tabletten hier füttern? Oh nee, das ist schon wieder weg. Schade. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Danke. Wir brauchen sehr viele von diesen Zetteln, deswegen... Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Danke. Damit haben wir schon mal drei. Noch irgendwo was? Oh, das Fenster. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, Schloka. Merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. Ernsthaft, weil er den Faden verloren hat, braucht er den Faden. Genau. Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ich habe eigentlich keine Beziehung zu Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Ich würde mal sagen, ich mache hier nochmal einen Cut, um dann mal zu prüfen, wie das jetzt mit meiner Stimme ist von der Lautstärke her, auch wenn ich in dem Part kaum was gesagt habe. Aber ja. Was machst du da mit deinen Fingern? Ja. Sagst du noch was zu ihm? Er hätte nach Elysium gehen können. Stattdessen hockt er hier mit seinem Müllflügel, seinem Müllgarten und seinen Müllbediensteten. Die ich nicht einmal sehe hier. Es gibt gar keine Bediensteten gefühlt. Aber egal. Was, wo ist denn hier noch? Hier war doch gerade noch was. Hier. Eine Klappe. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Anscheinend doch, aber ich habe jetzt gerade kein... Obwohl doch, hier! Ich habe eigentlich keine Beziehung. Andererseits mag ich kleine technische... Können wir hier ein bisschen saugen oder sowas? Oder dann wirklich da... Ich brauche doch irgendwie da...
Kann ich das nicht irgendwie aufmachen oder muss ich da vorher wirklich saugen? Ich glaube, ich muss vorher wirklich saugen. Irgendwas kann ich damit auf jeden Fall dann machen. Ja, okay, mach erstmal wieder zu. Na gut. Wir schauen dann mal im nächsten Part, wo diese Leiter hinführt. Aber irgendwo ging es auch nach unten. Wo aber jetzt? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Da wollte ich nämlich hauptsächlich hin. Schade. Aber naja, okay. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, beziehungsweise hören uns hier wieder. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, auch wenn ihr vielleicht nochmal übersteuert war, was ich nicht hoffe. Ich hoffe, es ist jetzt alles okay mit dem Ton. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!